In diesem Themenblock stellen wir immer erfolgreiche Absolventen des Masterstudiums Bauingenieurwesen Baumanagement vor, die einfach schon schöne Karrieren auch gemacht haben und auf die wir sehr stolz sein können, weil sie bei uns eben auch absolviert haben und uns eben sehr freuen, dass sie so erfolgreich unterwegs sind. Und heute freue ich mich diesbezüglich sehr, dass wir die Frau Diplom-Ingenieur, Dr. Sarah Buchner vorstellen dürfen, die aus den USA eben zugeschaltet wurde. Und diese Online-Session ermöglicht es uns, dich heute auch hier dabei haben zu können. Das wäre uns nicht gelungen, wenn es Corona nicht gäbe, weil dann hätte die Veranstaltung hier vor Ort stattgefunden. Und für einen kurzen Input hätte man dich vermutlich nicht einfliegen können. Also insofern freue ich mich sehr, dass ich dich heute begrüßen darf zu diesem Blog der Erfolgsstories. Ja, vielleicht vorweg einmal so ein bisschen ein Grundsatzeinstieg. Wer ist denn diese Sarah Buchner überhaupt? Bevor wir nämlich auf deinen Ausbildungsweg und deinen Karriereweg näher einsteigen, vielleicht ein paar Worte, dass du uns vorab schilderst, was ist denn so typisch für dich oder was charakterisiert dich oder was machst du gerne, also dass wir ein bisschen einmal so einen nicht gleich beruflichen Einblick bekommen. Wer ist denn die Sarah Buchner? Gut, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Aber auch in Zukunft, wenn ich da, wir können das auch irgendwie virtuell mich immer zuschalten. Also das nach Corona haben wir das jetzt alle gelernt. Das ist das Gute daraus. Was bin ich auf einer persönlichen Ebene? Ich glaube, zwei Dinge, die mich wirklich ausmachen, sind das eine ist Ungeduld und das andere ist Neugierde. Und ich glaube, das sieht man auch an diesen ganzen Titeln und so. Ich werde immer ganz schnell langweilig und dann brauche ich eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung und dadurch geht es immer weiter und immer schneller. Und das zieht sich auch im Privaten einfach durch. Also was ich schon an Hobbys alles durchgemacht habe und an Sportarten ausprobiert habe, weil es mir immer ganz schnell wieder langweilig wird. Und es dann einfach immer weitergehen muss. Oder auch in wie vielen Ländern ich schon gelebt habe. Also ich glaube, Amerika ist jetzt das 6. Land, in dem ich lebe. Und somit, glaube ich, ist das Neugierde und Ungeduld ist wahrscheinlich das Positive und das Negative oder auch umgekehrt, was mich am meisten ausmacht. Okay, ja. Also Neugierde ist immer gut, glaube ich. Aber du hast auch in deinen jungen Jahren schon so viele Titel und studierst auch jetzt wieder, nämlich an der Universität in Stanford. Welche schulischen und universitären Etappen hast du denn bis dato durchlaufen? Ich komme aus dem Innviertel, also ich bin ganz normal, wie wahrscheinlich die meisten, in die Unterstufe gegangen. In einem Gymnasium war ich, habe dann dort maturiert und bin dann zuerst mal nach Wien und habe dort den Bachelor gemacht in Architektur an der TU Wien. Habe als Architekt nebenbei gearbeitet, um mir das Studium zu finanzieren und habe festgestellt, das ist nichts für mich. Hauptsächlich, also das Problem mit Architektur war immer, man hat ganz viel Zeit reingesteckt und ganz wenig Output herausbekommen. Das war wahrscheinlich wieder meiner Ungeduld anzurechnen und bin dann eigentlich auf die erste Baustelle gekommen, habe festgestellt, wie toll Baustellen sind und dass da wirklich was passiert und man hat eine Idee, man trifft eine Entscheidung, am nächsten Tag ist die Wand weg oder die Wand da. Und das hat mich fasziniert und habe dann in diesem Zuge von der Fachhochschule gehört und dann eben beschlossen, diesen Studiengang Bautechnische Abwicklung internationaler Großprojekte zu machen. Habe das berufsbegleitend gemacht, habe nebenbei auch noch berufsbegleitend Architektur im Master fertig studiert an der TU Wien, um mir alle Wege offen zu halten und auch um mir nicht einzugestehen, dass ich mein Studium abgebrochen habe. Und bin dann eigentlich gleich nach dem Studium an der Fachhochschule durch diverse Kontakte, eben die ich auch durch die Fachhochschule bekommen habe, eigentlich zu STRABAG und habe dann gemeinsam mit der STRABAG meine Doktorarbeit geschrieben auf der TU Wien. Und dann war eigentlich meiner Meinung nach mal Schluss mit dem Studieren und bin dann über Umwege jetzt nach Stanford gekommen und studiere hier gerade, mache meinen MBA, also ich studiere Wirtschaft. Und das war aber hauptsächlich nicht aus dem Argument heraus, ich brauche jetzt noch ein Studium, sondern aus dem Argument heraus, dass mir das einfach beruflich nochmal ganz andere Türen öffnet. Okay, vielen Dank. Wie wir jetzt gehört haben, hast du ja diverseste Universitäten und eben auch die EFA Campus Wien durchlaufen. Wie unterscheiden sich denn aus deiner Sicht diese Systeme? Wo sind so die Kernunterschiede zwischen der Universitätsausbildung und der FH-Ausbildung?
Und was zeichnet also eine FH-Ausbildung aus im Vergleich zur Uni? Nämlich einerseits aus der Studierendensicht, aber andererseits auch aus der Absolventensicht und nämlich aus der Sicht dann sozusagen schon aus dem Berufsfeld Bauingenieurwesen, wo du ja schon tätig bist, tätig bist. Also meine berufliche Karriere jetzt auch bei der Strabag oder auch im Generellen hätte es sicher niemals in der Art gegeben mit einem TU-Studium, weil all diese Kontakte, die ich bekommen habe, habe ich durch die Fachhochschule bekommen, durch Vortragende, durch externe Vortragende, aber auch angestellte Vortragende, die das am Abend machen und nebenbei aber tagsüber voll in der Praxis sind. Ich habe die ersten Jobangebote quasi schon bekommen, als ich noch als Studentin auf der Fachhochschule war, durch Vortragende, bin dann in alle großen Firmen eigentlich reingekommen. Und das ist etwas, was mir persönlich auf den Universitäten, zumindest in Österreich, so nicht passiert ist, weil die Universitäten doch noch mehr dazu da sind. Man lernt sicher mehr wissenschaftliches Arbeiten auf den Universitäten. Es ist etwas generell wissenschaftlicher, etwas tiefer in den Details. Aber dafür fehlt es eben an dieser Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Und deshalb, was ich jetzt ganz vielen Leuten empfehle, die mich eben fragen, soll ich auf die Uni oder soll ich auf die Fachhochschule, ist, wenn du wirklich weißt, was du machen willst, dann geh auf die Fachhochschule, weil du dadurch sofort das berufliche Netzwerk mitkriegst, was so viel mehr wert ist für einen jungen, aufstrebenden Berufstätigen, als jetzt das mehr detaillierte Wissen, was man jetzt vielleicht in einigen Fachgebieten auf der Universität mitbekommt. Ich habe ja nach der Fachhochschule eben mein Doktorat geschrieben und da ist ja auch oft dieses Thema, kann man das oder kann man das nicht? Man kann alles, wenn man das wirklich will. Ja, sicher musste ich noch einiges lernen über wissenschaftliches Arbeiten, aber ich habe ja auch an der Fachhochschule schreibt man auch eine Abschlussarbeit und wenn man das richtig und vernünftig angeht, lernt man das wissenschaftliche Arbeiten da und kann dann danach auch ein Doktorat starten. Ich glaube, der beste Vergleich jetzt, wo ich hier noch ein anderes Studium sehe in Amerika, eben mit diesem sehr elitären Universitätssystem, was es hier gibt, ist, dass Fachschule in Österreich das bisschen vereint. Also ich mache dieses Studium hier, um das Netzwerk zu bekommen. Und das habe ich auf der FH eben bekommen. Und trotzdem kriegt man auf der FH das detaillierte Grundwissen, was man braucht, um nachher wirklich im Beruf erfolgreich zu sein. Long story short, viel Praxis näher auf der Fachhochschule als auf der Universität und man kriegt Netzwerk. Also ich würde das sofort wieder machen. Okay, vielen Dank für die Ausführungen. In dem Themenblock sprechen wir ja auch über steile Karrieren. Wie hat denn dein beruflicher Werdegang bis dato ausgeschaut und was sind deine zukünftigen Ziele? Ich habe eben im Bachelorstudium noch angefangen, auf Baustellen zu arbeiten, habe dort halt wirklich gelernt, wie Baustelle funktioniert und da mich eigentlich schnell hochgearbeitet, aber natürlich nicht so weit, wie es geht, weil das in einem sehr kleinen Betrieb war und habe dann eben durch die Fachhochschule den Sprung geschafft in die Strabag, in einen richtigen Großkonzern, aber jetzt auch egal, ob das Strabag oder POR ist, also ich glaube, solange halt man mal im Konzern war, sieht man, was noch alles möglich ist und was es da alles gibt. Und das war für mich schon ein Riesensprung, der ohne Fachhochschule niemals möglich gewesen wäre, weil ich eben die direkten Kontakte zu Vorständen und zu allen möglichen Managementpositionen bekommen habe. In der Strabag selbst habe ich mich dann hochgearbeitet zum Gruppenleiter und bin von dort aus jetzt nach Amerika und habe dann auch Führungsverantwortung bereits gehabt in Wien. Und mir wurde da sehr viel ermöglicht, was mich persönlich dazu gebracht hat, zu sagen, okay, ich will weiter im Management bleiben, ich will noch weiter nach oben, will am besten Vorstand werden. Und ich glaube, das ist immer noch das Ziel. Vorstand von einem Konzern, Großkonzern, was auch immer. Ja, wäre schön, wäre die erste Frau in einem großen Baukonzern, in einer Vorstandsebene. In Österreich, ja. Ja, abgesehen von deinem beruflichen Karriereweg, was könnte man denn mit dem Studium sonst noch alles machen? Ich sage, das Berufsfeld ist ja sehr breit. So jetzt aus deiner Blickwinkel, wo du ja schon mitten drinnen bist, was kann man mit dem Abschluss alles machen im beruflichen Umfeld? Ich fand es extrem spannend ganz am Anfang in meiner FH-Zeit, weil ich eben nebenberuflich oder hauptberuflich als örtliche Bauaufsicht gearbeitet habe und
aus der Architektur kam und örtliche Bauaufsicht so ein bisschen nebenbei gelernt habe und dann aber eigentlich wirklich tagtäglich gemerkt hat, den Input aus den Vorlesungen konnte ich am nächsten Tag auf der Baustelle anwenden und habe plötzlich einfach Verhandlungen gewonnen und Diskussionen gewonnen, weil ich Fachwissen hatte, sowohl technisch, aber vor allem auch rechtlich und wirtschaftlich, das ich vorher einfach nicht bekommen habe. Und so das Wissen, was mir auf der FH vermittelt wurde, war sehr breit. Also das war wirklich von jetzt Brückenbau und ich kann irgendwelche Schrauben berechnen über, ich weiß genau, wie ich einen Nachtrag so erstelle, dass die andere Seite ihn annehmen muss. Und dieser breite Allgemeinwissen hat mir in meinem täglichen Berufsfeld extrem viel gebracht und später dann in Managementpositionen der STRABAG auch tatsächlich die Führungsthemen, die wir mitbekommen haben auf der Fachhochschule. Und dadurch, glaube ich, habe ich schon einen breiteren Blickwinkel, was man mit diesem FH-Studium alles machen kann. Also von, es bringt dir was in der Planung, es bringt dir was in der Bauausführung, es bringt dir was, wenn du wirklich jetzt auch einfach nur in einer Managementposition bist. Und dafür bin ich extrem dankbar. Okay, und was fasziniert dich an dem Beruf der Bauingenieurin am meisten? Das gebaute Objekt im Endeffekt. Also ich finde es immer wunderbar, wenn ich in, also ich habe dann viel in Berlin gebaut und war bei einigen Hochhäusern dabei. Und das Schönste für mich ist immer, wenn man reinfliegt nach Berlin und ich sehe einfach, ja, ich kenne dieses Hochhaus vom Keller bis zum obersten Gestock und ich kenne dieses Hochhaus. Und das ist für mich immer so ein bisschen, man fährt durch eine Stadt und sagt, ich habe da mitgebaut und da mitgebaut. Und ich glaube, das ist schon etwas, wenn man dann auch mit den Leuten spricht, die sich in diesen Gebäuden aufhalten und sieht, wie dankbar die sind. Und man sich denkt, man hat nicht nur 2 Jahre oder 3 Jahre irgendwie verschwendet für etwas, was nicht wirklich lebt, sondern man hat tatsächlich den Raum für andere gestaltet. Ja, das finde ich auch so schön. Man setzt Denkmäler an, man trägt einen Beitrag für die Gesellschaft bei. Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Aspekt des Berufes. Bauingenieurbereich sehr, sehr männerdominiert. Wie geht es dir als Frau in dem immer noch sehr männlichen Bauumfeld? Ja, das sieht man ja uns zwei gut, dass sich das jetzt schon langsam ändert. Das ist ja ganz. Wir brauchen mehr Frauen auf jeden Fall. Ich glaube, in Managementpositionen sind wir in Europa momentan irgendwo bei 8% Frauenanteil. Das ist natürlich total schrecklich. Wie es einem damit geht, ich muss sagen, am Anfang meiner Karriere war das sehr schwierig, vor allem bei Mittelständern, in kleineren Betrieben muss man sich sehr stark durchsetzen und sehr stark kämpfen. Und es war dann für mich so ein Durchatmen, als ich zum Großkonzern kam, weil plötzlich war das weit weniger Thema und man wurde aktiv als Frau gefördert. Und deshalb mein Rat, glaube ich, an jüngere Berufseinsteiger ist, wenn Sie es leichter haben wollt, dann steigt es gleich in einem größeren Konzern ein, weil da das Thema einfach Gleichstellung von Geschlechtern viel mehr ernst genommen wird. Und man sieht schon, dass man auch tatsächlich als Frau dieselben Chancen hat als Mann, wenn man natürlich sich beweist und gut ist. Das gehört einfach dazu. Und dadurch ist mein Ratschlag, glaube ich, fangt bei den Großen an und manchmal einfach drüber stehen. Aber es gibt definitiv, als Frau hat man dieselben Chancen als Mann. Ja, das kann ich auch bestätigen. Und was sind dann so deine Erfolgsfaktoren, die du den jungen Kollegen, Kolleginnen mit am Weg geben kannst? Ja, wieder Ungeduld und Neugierde. Nein. Ich glaube einfach, man braucht ein gewisses Durchhalten im Leben im Generellen. Ja, Dinge sind nicht immer einfach. Und ich glaube, im letzten Jahr hat das die ganze Welt, jeder miterlebt, dass es einfach Einflüsse geben kann, gegen die keiner was dafür kann, gegen die auch keiner was machen kann. Und es gibt dieses schöne Wort Resilienz. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Auf Englisch gibt es das auf Deutsch? Ja, ja, gibt es. Ich mache jetzt sogar eine Resilienz-Ausbildung. Also es gibt das. Sehr gut. Das ist auch sehr verbreitet schon. Also ich glaube, dass der größte Erfolgsfaktor vermutlich ist im Generellen Resilienz, aber trotzdem bei den eigenen Werten bleiben. Also man muss schon durchhalten und man muss über vieles drüber stehen. Und das ist nicht nur in der Baubranche so, das ist in allen Berufen so. Aber man muss sich, glaube ich, auch immer ganz klar sein, wer bin ich und wofür stehe ich ein. Und wenn einem was nicht passt, dann soll man das auch sagen, vor allem als junge Frau, auch als ältere Frau. Aber also alle sollen sagen, wenn was nicht so läuft, wie es laufen soll. Und ich glaube,
diese zwei Themen, also durchhalten und trotzdem aber sagen, wenn es was wirklich nicht passt, ich glaube, das macht mich aus und dann eckt man auch manchmal an, aber dafür vergessen die Leute nicht, wer man ist. Okay. Gut, um sozusagen diese Interviewteil abzuschließen und dann auch den Teilnehmern noch Fragen zu ermöglichen, würdest du wieder Bauingenieurwesen studieren? Ja, Abschlussfrage. Absolut. Ja. Ich würd wahrscheinlich jetzt im Nachgang nicht mehr Architektur studieren, sondern gleich Bauingenieurwesen auch im Bachelorstudium machen. Aber ja, ich habe so ein breites Wissen mitbekommen aus diesem Masterstudium heraus, eben im rechtlichen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, natürlich auch im technisch-fachlichen Bereich, dass ich sage, ich könnte damit jetzt ohne irgendein weiteres Studium auch sofort Vorstand werden, auch ohne das Doktorat, meiner Meinung nach natürlich. Also ich glaube, das ist einfach eine tolle Grundausbildung, aus der dann jeder machen kann, was er daraus machen will. Okay, dann vielen herzlichen Dank für die wirklich sehr interessanten Einblicke in die unterschiedlichen Bereiche, in die persönliche Sarah Buchner, in deinen Ausbildungsweg, in deinen beruflichen Karriereweg, aber auch, dass du uns verraten hast, was siehst du als Erfolgsfaktoren, um eben im beruflichen Umfeld auch weiterzukommen, um in die Karriereleiter hinaufzuklettern. Also ganz herzlichen Dank für die interessanten Einblicke. Und jetzt darf ich den Teilnehmerinnen, darf ich Sie bitten, dass Sie allfällige auch die Chance nutzen, um mit der Frau Buchner in Kontakt zu kommen. Ich weiß, reden können Sie mit uns ja leider nicht. Das heißt, Sie können nur mit uns schriftlich kommunizieren. Wenn Sie was wissen wollen von ihr noch, dann ja. Sarah, siehst du es auch oder soll ich es dir vorlesen? Ja. Nein, ich sehe es. Danke für die Einladung übrigens, Doris. Ja. Du hast mehr als immer ein Netzwerk angesprochen. Wie hast du das bewerkstelligt und hast du dafür besondere Tipps, eventuell auch in Bezug auf Vortragende? Ja, das ist eine gute Frage. Ich war ja auch selber dann nach meiner Zeit ein paar Jahre oder ich glaube nur ein oder zwei Jahre Vortragende auf der Fachhochschule. Und es ging das Netzwerken so weit, dass Leute auch durch mich dann Jobs bekommen haben. Und so. Also diese Möglichkeit gibt es definitiv. Ich glaube, das ist auch etwas sehr Spezielles über das Thema Fachhochschule. Wie ich es angegangen bin, und jetzt kann ich das wahrscheinlich besser beschreiben aus der Position des Vortragenden, es fallen einem Studenten auf, die sich wirklich interessieren, die sich bemühen, die auch einfach mitmachen im Unterricht. Das heißt, das ist schon mal das Erste, was ich jedem empfehlen kann. Ja. Das ist ein freiwilliges Studium. Ja. Ihr macht den Master nicht, weil jeder sagt, ihr braucht in Österreich einen Master. Man macht den Master einfach nur, um sich selber weiterzubilden. Und das ist freiwillig, man zahlt dafür. Das heißt, man sollte auch das wirklich ernst nehmen und daraus mitnehmen. Das daraus mitnehmen ist nicht nur das, sich anzuhören, was der Vortragende sagt, sondern auch mit dem Vortragenden in Kontakt zu treten. Was für mich damals sehr gut funktioniert hat, war eigentlich erstes aktives Mitarbeiten im Unterricht und zweitens nach den Unterrichtseinheiten einfach nochmal nach vorne gehen und mit dem Vortragenden versuchen, einen persönlichen Kontakt aufzubauen. Das kann sein, man kommt mit Fragestellungen aus dem Berufsalltag oder man fragt nochmal etwas nach, was in der Stunde diskutiert wurde. Man kann auch seine eigene Meinung denen sehr gut eben antworten und halt da in eine Diskussion einsteigen. Und das Letzte ist auch einfach, diese Vortragenden wollen ja Kontakt auch haben mit der nächsten Generation. Das ist ja jetzt auch so, dass man dann vielleicht auch mal mit denen direkt zusammenarbeitet in der späteren Karriere. Das heißt, von den Vortragenden sehr viel Offenheit da. Man muss das als Student eigentlich nur aktiv nutzen. Man kann denen allen E-Mails schreiben, man kann mit denen auf LinkedIn oder auf Xing sich vernetzen. Und der letzte und viel, also dann auch sehr wichtige Punkt sind halt gerade in der österreichischen Baubranche diese Netzwerktreffen. Ja. Man wird da dann mit der Zeit eingeladen und am Anfang vielleicht auch einfach, man geht auf diese Messen, auf die großen Veranstaltungen und man schaut halt einfach so, dass man sich dort ein Netzwerk aufbaut. Das ist ein sehr aktiver Prozess und ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit Daten. Also gerade in Amerika läuft das so ein bisschen so wie Daten. Man versucht, sich von seiner besten Seite zu zeigen und man versucht halt da einen Kontakt herzustellen. Aber es gibt auch ganz viel Zurückweisung. Es gibt auch einfach mal wen, der jetzt sagt, ich habe keine Lust, jetzt mit der jungen Absolventin zu sprechen. Und das ist aber keine Kritik an der Persönlichkeit, sondern einfach nur
eine Situation und damit muss man umgehen lernen. Also probieren, probieren, probieren und dranbleiben. Ich darf vielleicht zum Thema Netzwerk auch noch ergänzen. Wir haben ja auch sozusagen diverseste Kooperationsprojekte mit Unternehmen laufen, wo wir genau dieses Networking ermöglichen. Wir haben das Mentoring-Programm im Bachelor laufen, wir haben das Strabag-Stipendienprogramm, wir haben das BOR-Stipendienprogramm im Master laufen, wir haben die Exkursionen, wo wir von Unternehmen eingeladen werden. Wir haben den Betontag, wo Strabag immer unsere Teilnehmer einlädt und dann auch zum Sektempfang einlädt, wo man genau das, was die Frau Buchner vorher gesagt hat, da steht der Vorstand, da steht der Herr Kramer dort und kommt ins Gespräch mit unseren Studierenden und Absolventen, Absolventinnen. Also man muss natürlich dann auch präsent sein und diese Chancen und Gelegenheiten auch nutzen, um in dieses Netzwerk hineinzukommen. Und wenn man oft genug erscheint, wird das Gesicht bekannt und plötzlich wird von einem gesprochen und man hat einfach, wenn man sich bei den richtigen Stellen dann positioniert, hat man dann auch alle Optionen offen, um diese Netzwerkkontakte auch wirklich zu nutzen und auszuschöpfen. Das vielleicht noch als Ergebnis. Ja, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was, also wir lernen das jetzt hier in Amerika, ist das noch ein bisschen direkter, dieses Netzwerken, also noch wird noch wesentlich weniger subtil gemacht als in Österreich. Und man darf das halt nicht vergessen, das muss ja für beide Seiten was Fruchtbares sein. Ja? Also man darf da jetzt nicht nur hingehen und sagen, so, ich bin jetzt 23 und ich suche einen Mentor und jetzt bitte, du musst jetzt mein Mentor werden. Die Herangehensweise muss sein, ich als Mentee will lernen von dem älteren oder von der Karriere weiteren Person. Aber ich muss da auch was mitbringen oder zumindest genügend Respekt mitbringen, dass da von der anderen Seite nicht sofort eine Abneigung kommt. Ich glaube, man darf dieses Mentor-Mentee-Thema nie als ein einseitiges Tun empfinden, sondern das ist immer ein beidseitiges Lernen. Und viele meiner Mentoren, die jetzt schon langjährig meine Mentoren sind, ich versuche ganz aktiv, dieses Netzwerk zu pflegen. Ich schreibe denen irgendwie einmal im Monat, alle zwei Monate, halte sie im Laufenden, was passiert. Schicke ihnen dann aber neue Artikel über Technologie oder etwas Ähnliches, so dass die auch etwas von mir bekommen. Ja? Und wenn ich jetzt sage, ich kann ihnen natürlich niemals einen Job anbieten, weil sie Vorstand sind, aber ich kann sie zumindest am Laufenden halten, was sich in der Technologie tut oder was sich halt in unserer Generation tut. Und ich glaube, wenn da ein aktiver Austausch entsteht, dann ist das eine fruchtbare Beziehung, die beide Seiten wirklich helfen kann. Und gerade dieses Ältere und Jüngere ist ein extrem bereichernde Symbiose, ja. Weil die Älteren haben andere Kompetenzen und andere Stärken. Die Jungen bringen dafür, zum Beispiel heutzutage in der Digitalisierung, ja, die bringen so viel mehr mit, als die Vorgängergeneration da kann oder versteht oder jemals gelernt hat. Also es ist so eine wertvolle Bereicherung, diese Symbiosen. Und insofern ist es meistens keine Einbahn, sondern immer ein in beide Richtungen, eine Bereicherung in beide Richtungen. Gut, gibt es sonst noch Fragen an die Frau Buchner oder an mich, wie auch immer? Sie haben die Möglichkeit, natürlich an uns beide Fragen zu richten. Also von Ihrer Seite her, nachdem da jetzt nichts mehr erscheint, im F&A erscheint nichts mehr, im Chat ist auch nichts drinnen, dann gebe ich Ihnen noch ein paar wenige Sekunden die Chance, Fragen zu stellen. Und wenn nicht, ich darf dann keine dummen Fragen. Ne? Nein. Nein. Das haben wir schon lange gelernt in der Didaktik. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Allenfalls. Also und wir hoffen, keine dummen Antworten. Der Druck steigt. Haben, ne? Gut, dann darf ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, Sarah, bedanken, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, da mit dabei zu sein. Danke auch an die Frau Baumgartner für die ganze Organisation im Hintergrund und an das gesamte UK-Team, die das ermöglicht haben, dass wir das in diesem Format heuer abwickeln. Den Teilnehmern danke ich für ihre Zeit, die sie uns geschenkt haben und freue mich auf ihre Bewerbungen. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.